Hey Leute, was geht los? Da bin ich schon. Heute zeige ich euch drei brandneue Shader, die für jeden von euch geeignet sein könnten. Oder auch nicht. Schnell! Überleitung! Auf jeden Fall gucken wir uns die mal an und wir sind schon direkt im ersten Shader drin. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, vielleicht aber auch nicht. Und gleich vorab, da ich mir nicht alle Einzelheiten angucken könnte, unten in der Beschreibung sind die Downloads. Da könnt ihr euch selber welche runterladen und euch alles selbst angucken. Wir gucken uns eine grobe Übersicht an und das erste, was wir sehen, ist, dass dieses Wasser ultra blau ist. Nice! Nein, mal im Ernst, aber dieses Wasser ist wirklich reines Blau. Das ist einfach, das ist richtig cool. Finde ich. Was mir des Weiteren noch auffällt, ist, dass sich das Gras auch bewegt. Allerdings nicht zur Seite, wie wir das sonst kennen, sondern nach unten und nach oben, was einen ziemlich interessanten Effekt hinzufügt. Aber nicht nur das Gras bewegt sich von oben nach unten. Nein, auch die Bäume bewegen sich einfach 3 Meter hoch und runter, als wären es Wellen. Guckt euch das mal an. Aber das, was diesen Shader besonders ausmacht, ist einfach der Minimalismus, denn ich finde, dieser Shader ist nicht übertrieben hell, nicht übertrieben dunkel, sondern einfach die ganz normalen Minecraft-Texturen plus hinzugefügte Schatten, was ziemlich cool ist. Und ah, da ist ein Schaf mit seinem Baby. Warum ist das Baby braun und das Schaf weiß? Ich dachte, okay, das hat sich alles rassistisch an. Ich bin scheiße. Stirb, Schaf! Stirb. Und ich würde sagen, ohne weitere Umwege kommen wir zum nächsten Shader. So, der nächste Shader macht es uns besonders interessant, denn nicht nur die Bäume werden dadurch ein ganzes Stück dunkler und der Boden ein ganzes Stück heller, was der Kontrast direkt wirkt. Nice! Sondern wir bekommen unter anderem auch diesen coolen 3D-Look der Bäume, obwohl es nicht 3D ist, weil es einfach nur Pixel sind. Sieht man's? Da? Aber das macht doch gar nichts, denn sonst sieht dieser Shader ziemlich geil aus. Des Weiteren fügt er nicht nur die 3D-Effekte zu, sondern auch einige Optifine-Features, die ich zwar nicht unbedingt immer 100% cool finde und die sicher keine große Arbeit waren, weil es einfach nur Pixeln ist, was man nicht wahr, Kuh. Aber immerhin macht es die Blöcke komplett einfach, ja, zu viereckigen Grasblöcken. Was ich ein bisschen schade finde an diesem Shader ist, dass sich die Blätter hier nicht bewegen und... Ist das ein LSD-Schaf? Ja, Party-Schaf! Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Mir ist gerade übrigens auch gefallen, dass der Kies besonders geil aussieht. Der erinnert mich so halt so echt 3D und vor allem, da sind Schatteneffekte mit drin so leicht. Sieht man das? Guck mal. Das ist richtig cool gemacht. Aber ich würde sagen, bevor wir in diesem Wasser hier saufen, werde ich mal den nächsten Shader reintun. Black Screen! Nice! Guckt mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Das Ganze ist im sicheren Modus gestartet und... Es sieht scheiße aus. Aber das LSD-Schaf ist immer noch an seinem Platz. Hi! Over the fuck, Bola. So, nach Ewigkeiten habe ich es dann auch hinbekommen, den letzten Shader zu installieren und es ist in der Zeit Nacht geworden auf dem Server. Server? Auf jeden Fall gucken wir uns mal ganz kurz bei Nacht an und man sieht schon, es ist eigentlich der gleiche Shader wie gerade eben in den 3D-Texturen. Allerdings sind da die 3D-Texturen weg. Und nicht fertig, denn wir gucken uns diesen Shader auch bei Tag an, um zu vergleichen. Es werde Tag. Werbung. Nice. Ja, auch ein YouTube-Partner muss mal Werbung gucken. Aber jetzt im Mittag und es sieht mega geil aus. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen mehr an einen PvP-Shader, weil sich einfach sonst nichts bewegt. Wir sehen hier, das Gras geht nicht hoch und runter. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es eher für leistungsschwache Handys ist. Ich habe zwar ein leistungsstarkes, ich favorisiere trotzdem diesen Shader hier, weil er einfach dezent ist und diese total geilen Optifine-Effekte hinzufügt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welchen Shader ihr am besten findet. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch mal in die Kommentare, welchen ihr am besten findet und wie gut es euch gefallen hat. So von mega nice bis Nina nice über Penis. Ja. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung mit der Nummer 1, 2 und 3 markiert. Also für den ersten Shader 3, für den letzten Shader 2 könnt ihr euch selbst ausmalen, wo es dann sein wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wunderdiffusion. Kräftiges. Ciao.